Fashion Week in Berlin. Und das bedeutet für die Prominenten viele Einladungen zu tollen Partys, zu tollen Events und zu tollen Schauen natürlich. Und das bedeutet auch viele neue Klamotten. Wer sahnt wie bei der Fashion Week ab? Ich bekomme, muss ich sagen, sehr viel geschenkt. Ich habe von L'Oreal erstmal dieses tolle Outfit geschenkt bekommen. Also das ist wirklich toll. Das sind Schuhe, das ist eine Tasche, das ist hier dieses, der Rock, das Jäckchen, dann auch ein Oberteil. Also da habe ich schon wirklich viel geschenkt bekommen. So was die Anziehsachen angeht, kriegt man natürlich, wird man ausgestattet. Die Designer möchten, dass man in ihren Sachen kommt, haben dann dafür auch die Fotos. Es gibt das ein oder andere Treatment, was man so geschenkt bekommt. Also mir ist schon mal angeboten worden, ob man mir so Eyelash, also so Wimpern verlängert und so. Das fand ich interessant. Was ist denn so der Zauber und die Magie der Goodiebag-Tüten? Ja, das ist süß. Meine Tochter ist da ganz scharf drauf. Also ganz ehrlich, jetzt ist sie im Alter, die ist 13. Wenn ich nach Hause komme, dann sagt sie, wo ist die Tüte? Was kann ich davon gebrauchen? Ich bekomme, muss ich sagen, sehr viel geschenkt. Ich fand die Barbie bei Guido Maria Kretschmer letztes Jahr total süß. Ich spiele ja immer mit Barbies. Nein. Aber ich habe früher wirklich mit Barbies gespielt. Meine Eltern haben sich schon immer gewundert, was da los war. Ich bekomme, muss ich sagen, sehr viel geschenkt. Diese Goodiebags haben auch eine Faszination, üben sie auf mich aus. Und ich gucke sie mir dann an und sage immer zu meinem Mann, toll, guck mal, eine Bodylotion. Und er sagt, ja, hast ja auch nur 18 im Schrank. Aber irgendwie, wenn ich es geschenkt bekomme, in so einem kleinen Tütchen zum Schluss, finde ich das rasend. Ich bekomme, muss ich sagen, sehr viel geschenkt.